So, wir sind jetzt wieder bei SC Potsdam und ja, Volleyballmannschaft, Damenvolleyballmannschaft von SC Potsdam hat natürlich letzte Saison für Furore gesorgt und vor allem eine Spielerin, Anastasia ist hier und ja, bei ihnen ist es eigentlich schwierig, man weiß nicht, wo man anfangen soll. Ja? Sie wurden zur besten Newcomerin in der Bundesliga gewählt, ja? War in der Zahnmannschaft. Haben eine tolle Saison gespielt. Wie sind Ihre Eindrücke von dieser Saison? Letzte Saison war ein Schock für mich, weil ich quasi als Newcomer direkt angefangen habe zu spielen und ich natürlich mega aufgeregt war und dass mir die Trainer so viel Vertrauen geschenkt haben. Trotzdem war ich sehr, sehr glücklich und total stolz auf mein Team, auf die Teamleistung, die wir geleistet haben. Und ja, es war eine Hammer-Saison für mich, für mein Team, für meine Trainer, für das Management hier für Potsdam. Natürlich auch für die Fans, die so viel Euphorie dazu gewonnen haben, so viel für uns getan haben und allen Spielen für uns da waren. Und ja, ich kann nur sagen, super mega Saison. Wir hatten vor einer Woche Ihre Kapitänin vor der Kamera. Sie meinte, sie hat immer noch Gänsehaut nach dem Finale. Geht es Ihnen genauso? Ja, auf jeden Fall. Also, nach dem Halbfinalspiel schon eigentlich, als wir gegen Dresden das zweite Spiel gewonnen haben. Mir kamen einfach die Tränen. Ich musste jeden umarmen, ich musste jeden küssen, Ich konnte den ganzen Abend nicht aufhören zu lächeln. Und wenn ich so daran zurückdenke, wirklich, ich habe auch wie sie Gänsehaut und genauso wie im Finale da zu stehen auf dem Feld und wissen, dass es Finale ist und wissen, dass wir das gegen Stuttgart spielen, war total schön und wie gesagt, Gänsehaut überall. Ihr wart sehr, sehr nah dran, hattet auch Matchbälle. Wir sind schon einige Monate, Wochen vergangen. Wie sind die Erinnerungen an dieses letzte Spiel? An das vorletzte Spiel erinnere ich mich noch, dass wir zwei, ich sag mal, Breaks hatten, die uns quasi zum deutschen Meister führen konnten, die wir leider verloren haben und dann ins fünfte Spiel antreten mussten, wir aber trotzdem irgendwie versucht haben, das Positive aus diesem Spiel rauszuholen. Und es hat zwar nicht im fünften Spiel gereicht, was wir aus dem vierten Spiel rausgeholt haben, trotzdem würde ich sagen, dass wir sehr viel dazu gelernt haben und nächstes Mal werden wir auch die Breaks schaffen. Jetzt hatten Sie kurz einen Urlaub, weil die Pause ist ja in diesem Jahr, glaube ich, etwas länger. Jetzt sind Sie wieder in der Spielerkabine. Welche Gefühle haben Sie jetzt? Ich weiß noch, das ist meine Kabine hier, mein Spind. Ich saß immer hier, ich kann es auch zeigen, wie ich hier saß. Ich saß immer so vor dem Spielen, war total nervös, meine Hände haben gezittert und dann kam der Coach immer rein und hat uns die letzte Ansage gemacht und sind raus und einfach alles gegeben, was wir konnten und sehr viel Freude gehabt. Wir hatten natürlich auch unsere Routine hier mit den ganzen Tanzeinlagen, mit den Serben. Ja, diese Kabine, es freut mich immer, sie zu sehen. Es macht mich glücklich, hier drin zu stehen. Sie wurden auch zu Nationalspielen, haben jetzt auch in der Nations League gespielt. Sie sind jetzt wieder beim Lehrgang dabei und haben auch große Chancen, bei Weltmeisterschaft dabei zu sein. Genau. Geht das alles sehr, sehr schnell für Sie? Ich würde sagen, nein, weil ich verarbeite schnell die positiven Sachen, die negativen Sachen nicht so schnell, aber die positiven. Und ich fand, wir haben sehr viel positive Sachen in der Nations League gehabt und in der Saison sowieso. Deswegen, nein, es geht nicht so schnell. Die Zeit geht zwar schnell, aber die Sachen, es ist okay. Aber jetzt haben Sie öfter auch gesagt im Interview, dass Sie auch vor dem Spiel noch nervös sind, sind eigentlich sehr selbstbewusst. Sie wirken auch sehr selbstbewusst und haben auch schon einiges erreicht letzten, sage ich mal, zwei Saisons. Ne? Wie zeigt sich das Ganze? Also werden Sie noch selbstbewusster? Ich glaube, also die Nervosität wird auf jeden Fall nächstes Jahr nicht weggehen. Ich habe das immer noch von den Nationalmannschaftsspielen, also vor dem USA-Spiel hatte ich das zum Beispiel sehr dolle, wie sich das auf mein Selbstbewusstsein ausstrahlt. Ich versuche das immer abzuschalten, meine Nervosität wegzustecken. Trotzdem muss ich auch ein bisschen was da haben auf dem Feld, damit ich quasi meine letzten Prozent in meinem Körper
sagt man, erfüllen kann, damit ich da eine gute Leistung bringen kann. Es macht mich auf jeden Fall selbstbewusster, dass ich weiß, dass ich immer noch vor solchen großen Spielen total mega Respekt habe und immer noch bleibt. Sie standen jetzt im Finale und jetzt natürlich erwarten einige, denke ich mal, in dieser neuen Saison noch etwas mehr von Ihnen. Ja, das Supercup, im Pokal, wird der Druck ein bisschen größer sein? Ich denke ja, auf jeden Fall. Wir wollen auf jeden Fall nochmal den Titel holen. Ich kann nicht behaupten, dass es nicht eine Person nicht will. So. Wir versuchen unser Bestes zu geben, auf jeden Fall. Der Druck ist immer da. Also ich würde nicht sagen, es ist vielleicht ein bisschen mehr als letztes Jahr, aber es wird jetzt nicht an unserer Leistung irgendwas kaputt machen oder sonst